Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch The Long Dark. Ist noch ein bisschen Glut drin. Jetzt haben wir's. Nehme ich mir die Holzkohle. Ja, ich komme eigentlich nie so richtig zum Kartieren. Und das hat den Hintergrund, dass meine Klamotten eigentlich immer noch so notdürftig sind, dass ich es einfach nicht lange in der Kälte aushalte und nicht die Zeit habe, mich irgendwo hinzustellen und Kohlezeichnungen zu fertigen. So. Das hätte so schön sein können. Ich hätte bestimmt auf 90% kommen können mit der Regeneration, aber diese verflixte Höhle, naja, die wurde so kalt, dass es dann doch nicht gereicht hat. Okay. Probier jetzt mal das, was ich eigentlich schon vor 2 Tagen, glaube ich, hier probiert habe, nämlich zu schauen, ob es auf diesem Jagdstand noch was gibt. Ich rechne ein bisschen damit, dass ich da den Bogen finden kann. Die Krux bei der Sache ist nur, dass dort ein Wolf sich bei einer letzten Runde rumtrieb. Und natürlich, so einem Konflikt muss ich aus dem Wege gehen. Schauen wir mal vorsichtig um die Ecke. Okay. So weit, so gut. Okay, dann schaue ich erstmal, was es hier gibt. Eine Menge von den Hagebutten. Ja, aber leider nichts von dem, was ich erhofft habe. Ich meine, das ist. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ich bin jetzt schon wieder im nahe der Unterkühlung. Das bedeutet, was bedeutet das? Ich werde sammeln und ein Feuer machen. Ach, das ist doch zum Verzweifeln. Also wirklich ein hartes Spiel. Das kann ich echt so sagen. Man hat hier so oft das Gefühl, man geht einen Schritt vor und zwei zurück. So, machen wir mal hier das Feuer. Chance 75. Ja, dann rein damit. Es wird nicht wirklich viel wärmer, oder doch? Schlafen.
gleich noch ein paar Hölzer rein. Muss doch noch mehr davon geben, ja, hier. Da ist auch noch was. Und da ebenfalls. Ja, zumindest erleichtert das nachher das Ausnehmen. So, jetzt haben wir eine Stunde. Dann könnten wir auch so einen Zweig mal ausnehmen. Brauchen wir dann für das Fleisch 21, 41, 41. Okay. Huh. Never thought I'd be dying from starvation. Ein Stick. Jetzt haben wir wieder im positiven Bereich. Einer Drink. So, wir haben 57 Minuten, sind aufgewärmt. Zeit. Ne, dann nehmen wir einen Daumen. So hungry. Okay. 40 Minuten und wir sind wieder aufgewärmt. Okay, Stick. Dann hinein damit. Das kann ich gleich nochmal machen. Okay, sehr gut. Hinein damit. So. Rekadaver. 30 Minuten. Wie viel haben wir noch? Wir haben jetzt noch 28. Hm.
Tja, und dann werde ich das Steak auf den Grill legen. Und hoffe dann in der nächsten Nacht die Regeneration zu erhalten, die ich mir eigentlich schon in der vorhin gewünscht habe. So, und Stoff ausholen. 51 Minuten. Vielleicht nochmal. Damn it. So hungry. Ja, dann schaue ich mal, wie viel Streichhölzer mir eigentlich noch bleiben? 7. Hm. Ja, das ist nicht viel. Das bedeutet im Grunde genommen, ich muss ich muss aktiv werden. Eine Stunde für die Haut und ja, obwohl es könnte klappen. Ja, hat geklappt. Vielleicht nochmal einen Stick einpfeifen. Und dann ab nach Hause. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Es ist ja eigentlich nicht weit. Das sind ja bloß jetzt die paar Schritte hier bis zum See. Und dann eben über den See. Aber der Jäger lauert eben überall. Also der Wolf. Checken, ob ich das hier alles schon angeschaut habe. Ja, so aus. Wo sind wir bei 53? Na, ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt ein Bett finden, dann durchschlafen können, dann müsste das mit der Regeneration ganz gut passen. Und ist es hier? Wolfsfrei zu sein. Gestochter Knöchel, okay.
Ja, die Bären habe ich zurückgelassen. Also diese Hagebutten. Gibt es auch noch ein paar. Was man auf jeden Fall auch mal probieren kann, ist ein Hirsch in Richtung eines Wolfes zu jagen. Dazu muss man aber auch erstmal einen Wolf finden. Hier haben wir einen Hirsch. Und haben wir auch irgendwo einen Wolf? Ja. Okay, das probiere ich mal. Dazu muss ich den möglichst genau auf Linie kriegen. Und dann wird Folgendes passieren. Der Hirsch läuft auf den Wolf zu. Der Wolf packt sich den Hirsch im Idealfall. Scheint schon so zu laufen. Dazu war nichts weg. Ja, die Idee war halt, wenn so ein Wolf einen Hirsch reißt, dann bleibt meist irgendwas übrig. Okay. Was wir nicht brauchen. Da haben wir frische Rehhaut, Rehhaut, Darm, 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 Darm. Nochmal Darm. Okay. Das kann ebenfalls weg. Ja. Okay. Sonne geht unter. Dann war denn noch Zeit für ein Buch? Nicht gesund genug. Okay, das ist diese Statusgeschichte. Ja, 4 Stunden. Na gut. Alles klar. Dann essen wir das. Und sagen schlafen, oder? Ja. Mal schauen. Ich bin jetzt vom Status her bei 53. Okay. Mal sehen. Das hat also funktioniert. Allerdings ist es mitten in der Nacht. Und das heißt, ich werde das so machen. 2 Stunden warten. Wir sind bei 65, das finde ich gut. Dann hau ich mir noch mal was hinter die Kiemen. Oh, I could eat a horse. Und versuche noch mal zu schlafen. Ja, ich weiß das nicht effizient so schrittweise. Aber ich muss ja irgendwie die Zeit hier überbrücken. Warten. Und noch 1 Stunde schlafen.
surrounded by snow and nothing to drink. Tja, das werden wir gleich ändern müssen. Ich nehme das mal auseinander. 1 Stunde 30, 2 Stunden. Okay. Also. Man, I could eat anything. 75. Na gut. 75 ist nicht ideal. Aber ich probiere es. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo hier lasst. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Oh, ich sehe, hier gibt es Komplikationen. Probieren wir gleich nochmal. Und ja. Denkt daran, beim Dalorite reinzuschauen. Den Link findet ihr unter diesem Video. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.